Die Straffung der Oberlider ist einer der häufigsten ästhetischen plastischen Eingriffe bei Patienten zwischen dem 50. und dem 60. Lebensjahr. Sie profitieren von einer Lidstraffung, wenn sie unter einem müden Gesichtsausdruck aufgrund eines Hautüberschusses leiden. Wenn Sie sich eine Laserbehandlung zur Korrektur einer Fehlsichtigkeit in den letzten 6 Monaten unterzogen haben, sollten Sie vor einer Lidstraffung absehen. Eine OP der Schlupflider kann eine vorbestehende Trockenheit der Augen verstärken. Wenn Sie unter trockenen Augen leiden, ist Vorsicht geboten. Augenringe, hängende Augenbrauen, Krähenfüße, eine Schwäche der Lidhebemuskel, hängende Tränendrüsen oder eventuell vorgewölbtes Fettgewebe können das Aussehen gleichermaßen beeinträchtigen. Die Chirurgin oder der Chirurg wird Ihnen die Behandlungsmöglichkeiten dieser Veränderung im individuellen Beratungsgespräch aufzeigen.